So, Friends, kommen wir zum Tierkreis bzw. zum Sternzeichen Waage. Wagen in drei Worten beschrieben sind einfach lebensfroh, harmonisch und künstlerisch. Wagen gehören dem Element Luft an, was wiederum bedeutet, dass sie eine gute Auffassungsgabe haben, manchmal sogar eine sehr gute Rhetorik und sie können generell, wie die anderen Luftzeichen auch, schnell denken und schnell den Überblick über ein Thema gewinnen. Wagen strahlen oft, so wie das auch dargestellt ist, wie eine Waage eben Geborgenheit und Ruhe aus und sind in der Gesellschaft tendenziell sehr beliebt, weil sie einfach sehr gut in Gesellschaft klarkommen. Wagen haben ein gutes Gespür für alle möglichen Dinge und einen sehr hohen Sachverstand. Aber das kann teilweise auch auf der negativen Seite dazu führen, dass sie sich in manchen Situationen überlegen fühlen, weil sie denken, okay, gut, sie haben mehr Wissen und das führt dann wiederum zwangsläufig dazu, dass sie manchmal als sehr arrogant abgestempelt werden. In ihren eigenen Entschlüssen sind Wagen manchmal sehr undiszipliniert oder können sich nicht so schnell entscheiden, aber auf der anderen Seite sind sie super stark, was die Rolle des Vermittlers eingibt, also wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie Streit zu schlichten. Ja, sie sind sehr, sehr gut, beide Seiten darzustellen oder einfach den Vermittler zu spielen. Man sagt daher auch, dass sie eine scharfe Beobachtungsgabe haben und vor allem ein hohes Maß an einem sogenannten Gerechtigkeitssinn. Auf der anderen Seite sind Wagen aber in den eigenen Entschlüssen oft nicht durchsetzungsfähig genug. Sie wollen zwar den sozialen Aufstieg oder haben das Verlangen nach hohem Aufstieg oder nach sozialem Aufstieg, aber manchmal fehlt ihnen die nötige Durchsetzungskraft. Da brauchen sie dann andere Sternzeichen oder Hilfe von außen, um da wirklich nach vorne zu gehen. Diese Schwäche versuchen sie wirklich durch Diplomatie, Klugheit und Gewandtheit auszugleichen und schaffen es dadurch trotz fehlendem Durchsetzungswillen in harten Diskussionen eigentlich an ihre Ziele zu kommen, wenn sie sich dessen bewusst sind, was ihre Stärke und was ihre Schwäche sind. Ganz kurz zusammengefasst sind Wagen also hauptsächlich sanftmütige, sympathische, liebenswürdige, lebensfrohe Menschen, die sozial eingestellt sind und mit denen man immer gute Gespräche führen kann, außer sie neigen zu dieser richtig krassen Abgehobenheit. Genau, in diesem Sinne macht das Plus weg.